So, es wird Nacht, aber es sieht ja richtig geil aus. Es ganz langsam hier Nacht wird. Ja, und jetzt mit den Fackeln, das macht schon was aus. Finde ich gut. Kurz mal schlafen. Nee. Ah, komm hier. Block hinter mir. Kann ich mir schön den Kopf anstoßen. Ich wollte, was mir gerade so einfällt, ich wollte mal bald einen Qualitätscheck machen mit meinem Mikrofon. Ich habe da nämlich eine Idee, wie vielleicht noch bessere Qualität da sein könnte. Nur, ja, das Problem ist nämlich momentan, dass mein Mikro so ein bisschen weiter weg ist. Der ist über meinem Bildschirm, mein Mikrofon. Und ich habe sie überlegt, dass ich das vielleicht irgendwie so umbaue, dass mein Mikro wirklich direkt vor meinem Mund ist. So macht man das ja normalerweise auch. Nur da ist es halt mit dem Platz hier so ein bisschen richtig doll schwierig. Entweder das Mikro ist vor meinem Bildschirm direkt, dass ich nichts sehen kann. Oder ja, der Arm des Mikrofons, der ragt mir bis zu den Beinen hier unten, dass da irgendwie was stört oder so. Ja, keine Ahnung. So, jetzt hier. Wir bauen erstmal kurz die Mitte. Die Mitte ist hier. Machen wir mal ein paar Blöcke nach vorne. Erstmal 4 Stück. Habe nämlich einen Plan. So. Weil das wird ja wie an der Spitze. Und das ist ja nach vorne, geht es immer weiter so gesehen auf. Und das ist ja anders wie da hinten. Da ist es ja eine gerade Kante. So. Ist noch ein bisschen anders? Nee, das passt eigentlich schon so. So, dann brauche ich meinen Kobbel. Meine 13 Kobbel. Dass ich das dann hier so dran setze. Da muss ich natürlich gleich aufpassen. Ich kann noch eine Ebene so weiterarbeiten. Aber danach muss ich die dann wieder hochkant setzen, damit das zu dem anderen passt. So. Und stimmt, wir müssen natürlich später auch dann aufpassen, wenn wir das Schiff bewegen wollen, dass natürlich die Blöcke hier alle verbunden werden. Weil sonst, angenommen, ich würde hier mein Lenkrad hinsetzen, dann würde ich auch nur bis zu dieser Ebene hier das bewegen. Weil hier nirgendwo was verbunden ist. Man müsste hier einen Block hinsetzen und dann ist die nächste Ebene verbunden. Müsste man hier einen Block setzen, dann sind diese zwei Reihen verbunden und dann hier nochmal. Und du haust da mal ganz schnell ab. Ich hab hier Fackeln hingesetzt, also du hast hier nichts zu suchen. So, natürlich muss ich das dann irgendwie anders regeln. Ich habe schon überlegt, ob ich hier drinnen dann Treppen hinsetzen soll. Oh, da ist doch ein Skelettschädel. Da ist er. Zielen müsste gekonnt sein, so. Dann nächste Reihe. Ah, jetzt geht es hier schon mit zwei weiter. Okay. Ich mach das erstmal so weiter. Übrigens, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich mal in meine alte Welt schauen möchte. Oder in den alten Minecraft-Online-Videos, wie ich da das Schiff gebaut habe. Ganz ehrlich, ich hab's vergessen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich hab's wirklich vergessen. So, da mache ich nämlich jetzt hier mal 3 Blöcke nach vorne. Oh, war das ein großes Schiff, ey. Ich weiß nicht mal, ob das hier gut ist, eventuell müssen wir die Spitzen nochmal abreißen. Durchaus möglich. Vielleicht mache ich jetzt hier einfach nur ein bisschen Müll. Holz habe ich keins mehr, na toll. Ich hatte die ganze Zeit keinen Brustpanzer an, na toll. So, die XP nehme ich hier mit. Und dann mal kurz hier rüber. Kann sogar sein, dass die Setzlinge inzwischen despawned sind. Ah, bestimmt. Ich werde hier nichts mehr finden, oder? Doch, ein Setzling. Hui. Der gerade despawned ist. Na toll. Oder fällt er? Nee. Der ist gerade despawned. Da war ich jetzt unaufmerksam. Sorry dafür, liebe Setzlinge. Ich hoffe, ihr ruht im Frieden hier. Brauche nämlich den nächsten Baum für nochmal ein bisschen Holz. Gut, dass ich halt auch immer von den Skeletten her Nachschub bekomme. Genau. Neues Knochenmehl halt. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, das Einzige, was mich halt wirklich stört, sind die Creeper. Da muss man wirklich aufpassen.
Ruckzuck ist da was kaputt und dann muss ich mich halt darum kümmern, das wieder zu reparieren. Aber momentan habe ich nicht die Materialien dafür. Wie werden die nochmal hergestellt? Mit Tintenfischen, das weiß ich noch. Und sonst? Floater und da braucht man weiße Wolle und Holz für. Oder Eichenholz oder Akazienholz. Ja, toll. Das Problem sind, wo ich diese Tintenbeutel. Ich glaube, da hatte ich doch damals eine Lösung gehabt, oder? Hatte ich da nicht in unserem Haus einen so einen kleinen Shop gemacht? Wo man Tintenbeutel für irgendwas kaufen kann? Irgendwelche Nuggets? Nee. Doch, doch, Obsidian Nuggets oder so. Kann sein. Ich möchte den Creeper da weg haben. Ja, deine Freunde haben hier schon ordentlich Schaden angerichtet. Finde ich nicht so schön. So, Jetpack aus, weil Energie neigt sich dem Ende zu. Hier nochmal zwei Knochen. Ja, nehme ich. So, und dann habe ich hier neues Holz. War natürlich falsch. Ja, ich habe auch für die Sommerferien jetzt einige Ziele gemacht in Sachen YouTube. Ein Ziel zum Beispiel ist es, endlich mal die Playlist hier zu erweitern. Bedeutet, eventuell in einer der nächsten Aufnahmesessions, wenn alles klappt, werdet ihr dann neue Musik mithören. Mal sehen. Versuche da nämlich, wie gesagt, die Playlist ein bisschen zu erweitern mit ein bisschen Spielmusik wieder. Zum Beispiel im Hintergrund hört ihr gerade Legend of Zelda, die bekannte Theme. Hier mache ich mal nochmal eins weiter. Dann ist hier ein passender Überlauf so ein bisschen. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Denn jetzt wird es hier einerseits zwei Blöcke und dann nochmal hier vier Blöcke. Okay. Immerhin. So. Ach, toll. Und wir sind halt auch über Wasser. Das ist halt auch nochmal doof. Ja, ich glaube, dann sieht es anders. Oder warte, wartet mal. Damit. Oh, Creeper! Ach, tolle Scheiße! Weg mit dem Vieh! Ach, tolle Scheiße! Ich möchte hier jetzt mit Holz arbeiten, weil er schwimmt dann oben auf dem Wasser und fällt nicht runter wie die Steine. So, ich war aber jetzt hier in der Sommerferien angelangt. Wie gesagt, einerseits wird es ein Ziel sein, meine Playlist zu erweitern. Ein anderes Ziel wird natürlich sein, Pokémon zu beenden, also für mich aufzunehmen, Ben. Denn ich bin ja schon sehr, sehr weit. Ich glaube mal, so viel fehlt da jetzt nicht mehr. Wenn ich das jetzt richtig da erfasse. Das wird ein Ziel sein. Dann werde ich mich in meinen Sommerferien um meine Switch kümmern. Hatte ich ja in einem anderen Part schon erwähnt, dass die kaputt ist. Und jetzt falle ich hier ernsthaft ins Wasser. Toll. Dass die repariert wird, dann möchte ich auch ein neues Let's Play bald anfangen. Nur das muss ich halt generell auch noch aufnehmen. Ich weiß selber noch nicht, was das für ein Spiel sein wird. Eigentlich hatte ich ein anderes Spiel geplant von der Switch her, aber da sie jetzt in Reparatur geht, das wird halt auch ein paar Wochen dauern. Kann ich da jetzt keine paar Wochen warten? Bedeutet, da werde ich eventuell das dann aufnehmen nach dem Let's Play, was jetzt dann so kommt. Muss ich mal schauen, welches ich dann jetzt hier Let's Play. Ich habe auch ein paar noch auf der Liste, die ich generell so mal Let's Playen möchte. Eins war ja davon Inside, was wir jetzt erledigt haben. Des Weiteren die ganzen Livestreams sollen als Ziel gelten. Natürlich muss ich mich auch auf meine Schule vorbereiten. Ich werde dann neue Hefter kaufen und generell mich da so ein bisschen vorbereiten. Aber jetzt auf YouTube-technisch halt in Sachen Livestreams halt noch aktiver werden. Einen Vorrat an Videos bei den Let's Plays
halten. Minecraft möchte ich allerdings ein bisschen aktuell halten, dass das ein bisschen aktuell bleibt. Natürlich jetzt die Vorproduktion für mein Praktikum, da ging es halt nicht anders, ist ja klar. Sonst weitere Ziele, zum Beispiel, ja, wie gesagt, vorproduzieren in Form von, wie zum Beispiel jetzt mit Pokémon, das ist ja ordentlich vorproduziert. Und dass ich da dann vielleicht auch die anderen Let's Plays ein bisschen vorproduzieren kann. So sieht es momentan aus. Muss ehrlich sagen, das gefällt mir jetzt erstmal auch nicht so. Das gefällt mir überhaupt nicht so. Aber das ist ja erstmal der Anfang. Vielleicht wird das noch. Erstmal kurz schlafen gehen. So, hier. Bett her. Dann geht's weiter. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich gerade so ein bisschen konzentrieren muss. Weil ich überlege, wie ich das mache. Hier geht es nochmal so weiter. Und dann mit dem Holz vielleicht dann hier eins nach vorne. Und das dann hier so weiterführen. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie machen wir es hier? Machen wir da noch ein paar Schritte weiter? Ich glaube so ja. Das heißt, ich muss hier nochmal ein paar Bretter hinsetzen. Machen wir wieder Dreier. Das dann direkt wieder weg. So, wie viel Energie hat mein Jetpack noch? Ui, nicht mehr so viel. Dann das Holz hier jetzt schnell auf. Und dann kurz zurück zu unserem Haus. Jetzt wir mal kurz das Jetpack aufladen. Brauchen wir jetzt doch noch mal ein bisschen mehr. So, jetzt muss ich kurz laden, da ja. Die kleinen Lags. Ich krieg hier so einen kleinen Schreck, wenn ich die blauen Fenster sehe. So, ich könnte vielleicht auch noch meine Schuhe aufladen. Aber erstmal kurz das Jetpack. Ja. Und hier die Schuhe. Ach, die Energie wird auch immer weniger, weil der Schrank halt nicht geladen ist. Bedeutet, es kommt hier dementsprechend auch keine Energie rein. Und die Schuhe sind halt auch wichtig, da die halt dafür zuständig sind, dass der Fallschaden abgefedert wird. Und ja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich gehe damit auch ein bisschen unvorsichtig um. Boah, es wird momentan noch sehr, sehr wenig Energie produziert. Ich glaube, es ist kaum Wind draußen. Wir haben ja auch Solarzellen, oder? Doch, wir müssen eigentlich auch Solarzellen haben, oder? Erstmal kurz zur Windanlage. Ja, die ist relativ langsam, aber wir müssen auch Solarzellen haben, oder? Oder war das mal? Kann mich da an was erinnern? Nee, keine Solarzellen? Okay. Dann nicht. Vielleicht haben wir die irgendwann mal abgebaut. Hatten wir jemals Solarzellen hier? Kann ich jetzt nicht sagen. So, jetzt geht es zurück zum Schiff. Ging ja relativ schnell hier. So, kurz schauen, dass hier kein Creeper in der Nähe ist. Okay, sieht gut aus. Die Luft sieht rein aus. Dann geht es hier direkt weiter. Es wird eine heftige Spitze. Es wird eine heftige, heftige Spitze. Ich glaube mal, ich habe sogar schon noch mal eine andere Idee. Wir machen das jetzt erstmal hier so weiter. Ich möchte in dieser Aufnahmesession auf jeden Fall mit der Spitze fertig werden. Ich hatte für diese Aufnahmesession 4 Folgen geplant. Also ungefähr 1 Stunde bis 1 und 1/4 Stunde aufnehmen. Ich hatte ja inzwischen die Videos ein bisschen länger als 1/4 Stunde. So zwischen 15 und 20 Minuten sind sie meistens lang. So, das ist auch symmetrisch, wunderbar.
Gut. Bedeutet, doch, wir wären auf jeden Fall fertig. Mein Plan sieht nämlich wie folgt aus. Wohl passt das zu einem Schiff? Irgendwie auch nicht. Aber wiederum doch. Wir werden gleich mal schauen. Bin sehr gespannt, was daraus wird. Und wie es dann letztendlich aussieht. Vor allem darauf bin ich gespannt. Und ich musste mal vielleicht ganz schnell nochmal zum Baum da hinten hin. Geh mal weg da bitte aus dem Weg. Möchte schauen, ob da Sätze gedroppt sind. Wo ich das nämlich wieder vergesse. Ach, ich hab's natürlich wieder vergessen. Hier sind noch ein paar. War sehr schön. Aber trotzdem habe ich jetzt ein Minus gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben immer noch. Ja, wenn man. Du bist schon wieder da oben. Du bist doch gerade runter. Das ist nochmal ein neuer Creeper. Hey, wie Ungeziefer. Aber was ich sagen wollte. Wir sind ja wirklich mit 4 Setzlingen gestartet. Bedeutet, wir haben jetzt 11 Setzlinge mehr. Das ist doch schon mal super. Gut, was essen? Leute, ich muss mal einen kurzen Cut setzen. Bin gleich wieder da. Ich denke mal, ich werde das so schneiden, dass dann auch hier jetzt die Folge endet. Bedeutet euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.